Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich beim IKEA-Hochstudientisch abnehmen und somit natürlich auch beim Antilope-Kinder-Hochstudientisch richtig abbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Tisch hat hier vorne vier solche kleinen Clips, die einfach hier unten drunter nochmal so einen kleinen Haken haben und somit natürlich auch an dem Stuhl befestigt sind. Und hier hinten haben wir noch zwei solche kleinen Nasen, die einfach in die entsprechende Schlitze bei dem Stuhl auch noch hineingesteckt sind. Und wenn man weiß, wie das Ganze abgeht, dann geht es eigentlich relativ einfach. Zuerst einmal sollten wir mit einer Hand am besten diese Rückenlehne hier hinten ordentlich festhalten und dann können wir mit der anderen Hand auch schon bei einer Ecke bei dem Tisch hier vorne das Ganze einfach mit etwas Schmackes nach oben drücken, so dass die Clips hier vorne sich jetzt auch schon alle gelöst haben. Und danach geht es eigentlich nur noch darum, dass wir unseren Tisch einmal etwas weiter nach oben anheben und somit können wir ihn dann auch schon ganz einfach aus den zwei Schlitzen da vorne herausziehen. Und somit haben wir jetzt auch schon bei unserem IKEA-Hochstuhl diesen Tisch richtig abgebaut. Wenn du dir übrigens auch so einen Hochstuhl, einen Tisch oder natürlich auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Sitzbezüge oder auch eine Fußstütze hier unten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.